die Kommentare für hey, du gehst in die falsche Richtung, könnt ihr euch sparen. Ich gehe in die richtige Richtung. Zitier. Beziehungsweise, ich laufe in die richtige Richtung. Ich habe mir nur das geholt da hinten. Jetzt nur voll... Oh mein Gott! Da Blödsinn. Das kommt ja später. Wenn wir dort hinten fertig sind, dann kommt mal voll so ein krasses Tentakelteil und will uns da reinziehen. Da rein, da rein, da rein, da rein. Ja, da haben wir keine Granate und können uns ausröchern. Also müssen wir jetzt das Spielchen annehmen. Jetzt können wir das nicht aufheben. Toll. Was vergeuden wir? Zum Schuss. Ja, wir haben das doch. Jetzt voll krass Tür aufmach. Anschlag in Waffe. Oder Waffe in Anschlag. Je nachdem, wie ihr wollt. Jetzt können wir nicht voll krass das aufnehmen. Jetzt nehmen wir voll krass 12 Schuss weg. Also. Danach, jetzt kann ich das voll krass aufnehmen. Speichern mal schnell. Ja, speichern. So, jetzt sind wir damit fertig. Jetzt machen wir mal die Tür auf. Schwerelosigkeit, Ende. Voll krass. Tritt Schwerelosigkeit. Wie kann ich nochmal springen? Ah, genau. So kann ich springen. Ich bin überrascht. Oh mein Gott, wo sind die Gegner? Das weiß ich jetzt über... Ah, da. Oh mein Gott, da war ein Schatten von seinem Viech. Ist voll weggebammt. Machen wir voll krass Stase. Und den Chinese da rein. Generatormodul angebracht. Laufen dahin. Machen auch ebenfalls da voll krass Stase. Und pflanzen da rein. Jetzt werden wir von hinten angegriffen. Ich hoffe... Lass mich verarschen. Den Kopf geschossen und du rennst noch herum. Das erlaubt dir deine Mutter aber nicht. Eigentlich hätte dir deine Mutter was anderes beigebracht. Soweit was ich weiß. Bin da hoch. Bam. Schauen wir, wo ich hin muss. Da nach drin. Voll krass. Bam. Ziehen uns mal das Stase-Paket rein. Zentrifugen aktiviert. Gravitationsausgleich für die Planetara-Fracht wieder aufgebaut. Gravitation hergestellt. Eintritt ins Vakuum.
Vakuum, voll krass. So, jetzt müssen wir warten, bis das weg ist. Jetzt rennen wir. Tun erschrocken. Sehr gut, Alter. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ein Gegner! Ein Gegner! Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, ich habe noch 70 Sekunden. So viel Zeit muss sein. 70 Sekunden. Jetzt tun wir aktivieren. Jetzt tun wir schauen, wo das ist. Da ist es. Sehr schön. Jetzt rennen wir weiter. Sehen. Oh mein Gott, ein Viech, das da nach hinten rennt und mich abkillen will. Abkillen. Was ist das? Haben wir es voll krass Spam weggemacht. Noch circa 70 Sekunden. Jetzt laufen wir voll schnell da nach drüben. Mit dem Aufzug nach oben. Jetzt in die Richtung. Ziehen wir einen Sass rein. Nehmen auch das da, was ich übersehen habe beim Eingehen. Merken aber, dass ich voll habe. Dann merke ich auch, dass ich ein bisschen zu viel rede im Moment. Also sage ich mal kurz leise. Ende des Vakuums. Und wir sind wieder am Ende des Vakuums. Oh mein Gott, die Tür geht auf. Ich will da nicht hingehen. Speichern wir kurz. Nach dem Speichern will ich da hingehen. Das werdet ihr schon sehen, dass ich das will. Und jetzt kommt das Tentakelviech, will mich vergewaltigen. Da. Nein, lass mich. Ist noch dieser Teil da, das wir aber nicht aufheben können. Ist aber egal, ist so. Jetzt rennen wir da rein. Ich werde euch das nächste Mal ein kleines Video von den ganzen Toten von Isaac vielleicht machen. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr schön brav und Lust auch drauf habt, dann werde ich euch ein Video mit den ganzen Ton Isaacs schenken. Nur wenn ihr zu brav seid. Sonst nicht. Darum speichern wir beim nächsten Mal beim dritten Platz, damit ich für die Tode von Isaac vielleicht von dort wegspielen kann, das laden kann. Isaac, hörst du mich? Ich bin's, Kendra. Sie haben mich angegriffen. Na echt? Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Sehr gut. Keine Ahnung. Er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quick lebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor Sie den Planeten angebaut haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten.
Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das sie auf dem Planeten gefunden haben und das sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Woher weißt du das alles? Sie macht mir irgendwie Angst. Sie weiß zu viel. Plasma. Nummer 4 ist das. Voll krass. Sieht irgendwie pervers aus. Ach du meine Güte. Ich glaube, jetzt kommt der Leviathan. Oder? Da irre ich mich da jetzt im Moment? Nein, ich irre mich. Komm her. Wo springen wir hin? Tritt Schwerelosigkeit. Wir springen daher. Boing. Schon voll krass dahin. Boing. Schon voll krass. Ey, da ist ein Gegner. Springen voll krass daher. Schauen kurz da nach oben. Da ist ja noch einer. Und das. Schauen. Nicht schauen, benutzen das hier. Gehen. So gut wie es geht daher. Drinnen zum und schauen. Wow. Ja, gehen wir weiter. Ende der Schwerelosigkeit. Oh mein Gott, niemand da. Sehr schön. Tür zu. Ende des Vakuums. Schau mal. Ey. Schalt das Licht aus. Nicht das. Nicht das. Ja, das. Hier. Der Antrieb ist im Arsch. Ich krieg ihn nicht gestartet und bei all dem Scheiß, der hier abläuft, deutet alles auf Sabotage hin. Ich gehe jetzt zur Brücke und dann suche ich Elizabeth. Ich muss sie vom Schiff schaffen. Hier ist es nicht sicher. Ich finde das jetzt ein bisschen scheiße. Ich muss jetzt mega schnell aufs Klo.
Sprechen wir kurz da mal. Das mal mit dem Klo gehen. Und machen wir mal das Kapitel fertig. Danach können wir aufs Klo gehen. Da ist ja noch so ein Penner. Sehr gut. Noch so ein Penner. Noch so einen Penner gesehen. Besser gesagt, ich weiß, dass da noch so ein Penner ist. Das auf. Ja. Das habt ihr nicht erwartet, dass ich das wüsste. Und jetzt merke ich, dass wir jetzt erst zum Abschnitt von der Demo, der Dead Space Demo kommen. Da können wir jetzt speichern. Jetzt gehe ich trotzdem schnell aufs Klo und ich mache da kurz Pause. Und komm gleich wieder. Ja, hallo, und hier sind wir von der Pause zurück. Von der kleinen Klopause. Jetzt machen wir auf. In den Maschinenraum rein. Oh mein Gott, da ist ein Gegner. Das sind mehrere Gegner. Dann haben wir das gescheit gemacht. Dann wirf es keine Munition mehr von Flammenwerfer.
Jetzt habt ihr die Wunderwaffe gesehen. Jetzt können wir mal kurz herumschauen. Was rede ich denn da? Ah, jetzt haben wir wieder Flammenwerfer-Munition. Suchen die ganze Gegend hier ab. Na. Energieknoten. Energieknoten. Sehr schön. Schau noch da. So, da kommen wir rauf. Ah, da ist was. Was nicht verwenden. Das ist ein Scheiß. Das ist auch was. Das können wir auch nicht verwenden. Das können wir auch nicht verwenden. So, jetzt holen wir uns erstmal da, ah, da ist noch was. Ja, sehr schön, Flammenwerfer. Wir holen uns die Handgranaten dann nach hinten. Platzieren sie alle da bei mir. Turn. Ja. Hab's noch hinten ganz gesehen? Ja, nein, weiß nicht, vielleicht, hab Angst. Dann schau ich mal. Ist noch was? Sehr schön. Auf Heb. Oh, sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal. Aber das können wir auch noch nehmen. So. Das hier. Zündungssequenz eingeleitet. Bitte warten. Du lebst noch. Du bist am, einfach am Boden dahin. Na. Das wäre jetzt die Demo gewesen, dann würde bei der Demo noch da so ein fettes Viech kommen und euch volle Kanne. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten.
Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Bioschutz. Warte, warte. Wir sind nicht im Sicherheit. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in 1000 Stücke zerreißen. Verdammt. Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Okay. Okay, du Schokolade. Isaac! Isaac! Wo bist du? Ich bin's! Nicole! Ich hoffe, wieder nicht auf ihm. Das ist nervig. Jetzt sind wir mal voll überrascht. Oh mein Gott, da kommt ein Viech um die Ecke. Pass auf. Jetzt schauen wir mal kurz ins Inventar rein. Also das war die Kante. Wir verkaufen alles, was wir zum Verkaufen haben und laufen dann um unser Leben. Was haben wir noch zum Verkaufen? Ja, so eh nichts mehr. Ah, zwei Energieknoten. Sehr schön. Sehr schön. Ein bisschen gescheit Muni kaufen. Jetzt gehen wir nochmal da schnell zur Werkbank hinunter. Wo ist denn ein Plasma-Cutter? Wetter auf. Oder wir rüsten jetzt das Stars-Modul auf, je nachdem, was uns beliebt. Ach, scheiß drauf. Kinese. Stase. Dauer. Oder die drei. Kinese. 1, Plasma, 2, Schaden. Schaden wäre doch ganz lustig. Kapazität. Kapazität. Was machen wir? Kinese, Plasma, Kinese, Plasma, Impuls? Na. Wir nehmen mal... mehr Schaden. Das ist ja noch nicht mal verkehrt. Wir rüsten erstmal ganz schön geil den Plasma-Cutter auf. Gehen wir nach oben. Oder laufen, je nachdem. Was wollt ihr? Gehen, laufen, gehen, laufen. Wir gehen. Nee, bitte, wir laufen. Oh, das ist schon das Ende. Dann, bevor wir uns das zum Ende begeben, dann renne ich ein bisschen kurz im Kreis. Und jetzt sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns im Kapitel 4.